Ich konnte nie verlieren. Ich habe es gehasst und bin auch ein schlechter Verlierer, würde ich sagen. Wird die erste Halbniederlage geben für den TBV. Nichtsdestotrotz müssen auch Niederlagen abgehakt werden. Ich glaube, grundsätzlich ist ja jeder von den Spielern einer der Besten in seiner Sportart. Die sind da hingekommen, weil sie eine Motivation haben, mehr zu trainieren, mehr zu spielen, mehr dafür zu tun, mehr zu opfern. Das ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre, als wenn man zu Hause auf dem Sofa sitzt. Wir sind ein kleines zweites Zuhause geworden. Es fühlt sich so an, als würde man belohnt dafür, dass man die Mannschaft anpeitscht. Und es lohnt sich auch, so ein tolles Spiel live zu sehen und nicht nur vom Fernseher.